heute ist es ja wieder soweit. Es ist Freitag, Zeit für die Mail der Woche. Und heute nicht eine, nicht zwei, sogar drei. Und ich sage Ihnen, die haben es richtig in sich. Wie unsere Teams. Neues Frauenteam. Sie nennen sich die Unverwüstlichen. Neu für 1000. Und die Männer heißen die Halbgarn. Auch für 1000 Euro. Topfgeld ihre Zeit. Die läuft ab jetzt. Willkommen bei den Topfgeldjägern. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. An diesem feinen Freitag. Wochenende naht. Sie haben meinen Namen vergessen. Hier können Sie lesen. Steffen Hensler, Moderator dieser Sendung. Ja. Und wir wollen es nicht vergessen. Am Dienstag war das Duell. Und ich werde Sie öfters daran erinnern. Es ging mit 2:1 für mich wieder aus. Ja? Ja, 2:1. Yep. Aber heute neues Spiel, neues Glück, neue Kandidaten, alte Regeln. Kommen wir zum Warenkorb, ja? Und der geht fein los. Heute mal etwas günstiger. Das Fleisch, die leckere Putenbrust. Könnte man kombinieren mit einem leckeren Auberginengemüse. Da passt natürlich die Kichererbse auch super dazu. Dann für die schnelle Stulle könnte man den gekochten Schinken nehmen. Als feines, als Salat sogar, haben wir feinsten Babyspinat. Dann haben wir als Kraut den Koriander. Wir bleiben ein bisschen asiatisch mit der Teriyaki-Soße. Dann haben wir feine Pistazien. Was für ein Imperativ, Pistazien. Dann haben wir die leckeren Weintrauben. Oh! Gucken Sie, die wollen zu mir, so soll es sein. Dann haben wir Honigmelone, braunen Zucker. Und jetzt halten Sie sich fest, die Zutat des Tages ist Weizengrieß. Soll man es glauben? Soll man es glauben? Sehen Sie hier, Weizengrieß. Was für eine Zutat des Tages. Boah. Was wäre das Leben ohne Weizengrieß? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und damit Sie eigentlich auch wissen, was Sie damit machen können und was es damit auf sich hat, hier unsere Top 3 Infos. Während Hartweizengrieß überwiegend zur Herstellung von herzhaften und deftigen Mahlzeiten verwendet wird, findet Weichweizengrieß in der Herstellung von Süßspeisen oder als Babynahrung Verwendung. Auf Platz 2. Ja, jetzt wird noch spannender. Passen Sie auf. Die Herstellung von Grieß ähnelt der Gewinnung von Mehl, unterscheidet sich jedoch durch eine wesentlich gröbere Körnung. Und jetzt für den Kneipenabend das Entscheidende, was man wissen muss. Das Haupterzeugerland für Weizen ist China. Und es liefert eine jährliche Produktion von fast 110 Millionen Tonnen Weizen. Zutat des Tages. Ah. Warten Sie mal. Wir haben doch heute gute Laune, oder? Passen Sie mal auf. Heute ist Freitag, das Wochenende naht. Ne? Machen wir mal glatt. So. Ist auch für die Kinder zu Hause. Falls ihr mal Langeweile habt, könnt ihr schön hier Auge, Auge, ein Näschen und hier. Dann sind zwei Haare. So. Und dann schicken wir ihn auf Reise. Ja. Dann wollen wir gucken. Vom Hartweizengrieß zum Männerteam. Die Halbgarn. Neu für 1000 Euro. Focko und Matthias. Männer? Alles fein? Alles gut. Alles gut? Die Halbgarn, was soll das denn heißen? Ja, weder durch noch roh, würde ich mal sagen. Also in der Mitte des Lebens angekommen. Ja, kann man genau so sagen, ja. Aber er ist ja nicht so positiv besetzt. Ich dachte, die Männer haben ein bisschen ein geiler Titel, aber die Halbgarn ist ja so. Ach, das kann man auch anders interpretieren, würde ich sagen. Na, dann lass das mal hören. Ja, Focko, erzähl mal. Ja, Focko. Ja. Der war gut. Der war gut. Focko. Also, wir haben schon öfter versucht, das bei euch nachzukochen. Ja. Und
Meistens ist es nur halb gar geworden, weil wir nicht die 45 Minuten einhalten konnten. Ach so. Seid ihr eher so ein bisschen am Schnacken oder eher so ein bisschen ruhiger? Nee, wir schnacken da ein bisschen bei. Ich höre, aber die ist auch ein ordentlicher Slang, ne? Wo kommst du her? Ostfriesland. Ostfriesland, ne? Der auch der Name, ja. Focko, ne? Ja, echt. Den hört man ja sonst nicht so oft, ne? Echter ostfriesischer Name, aber ich hab das immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Die meinen immer Focko und der Nachname Meier, das wird in einem gesprochen, die sagen immer Herr Focko Meier. Da muss ich immer erst erzählen, nee, das erste ist der Vorname. Und ah, okay, das ist ja. Ist auch nicht, wirklich nicht gar umgebe. Nee, stimmt. Wer hat sich denn angemeldet? Ich. Matthias. Was, du hast dich angemeldet? Ja. Wie kommt? Du machst auch nicht eher so einen zurückhaltenden Eindruck. Ja, es war schon ein bisschen später am Abend. Ah, okay. Und wir waren auf einem Kochkursus. Ja. Nee, gar nicht. Nein, gar nicht. Also. Auf einem Kochkursus und haben da das erste Mal zusammen gekocht. Ja, und dann wir beide, oder? Ja, genau. Und dann haben wir uns spontan entschieden, haben noch das Video gemacht. Alles klar. Und ja, jetzt sind wir hier. Alter, wo habt ihr den Kochkursus denn gemacht? Das war privat, eine spanische Kochschule. Ei, also macht ihr öfter sowas? Beim Nachbarn. Ja. Der Nachbar hat eine spanische Kochschule in Ostfriesland. Ja, ja, mitten, wow, mitten auf dem Dorf. Wie läuft die? Gut. Sehr gut. Echt? Ja, also zweimal die Woche. Also und dann macht ihr spanische Kochkurse oder was? Ja, man kocht da zusammen, mehrgängiges Menü, jeder hat eine bestimmte Aufgabe und dann wird das zusammen gegessen. Okay, was hat er als letztes gekocht? Scampi. Scampi? Ja, mit Olivenöl und Knoblauch. Na, wer ist das aber? Ja, hallo, du. Ein bisschen, fühlst du dich nicht so wohl hier, oder was? Oh, ich tauche gleich auf. Du tauchst gleich auf, ja, ne? Und dann ist es richtig laufen, ne? Haben wir schon gedacht. Entspann dich, guck mal, Läuse gut drauf, Moderator auch. Das Wochenende naht. Alles klar. Alles cool. Ja. Alles gut. Dann lass mal hören. Was gibt's denn zu essen? Als für den Loser. Ah, was? So. Als Vorspeise gibt es Spinat mit Salat. Spinat mit Salat. Ja. Ah. Ist das ein spanisches Rezept? Oder wo kommt das her? Also man könnte auch Salat mit Spinat dazu sagen. Nee, wir wollen nicht übertreiben. Guck mal hier nicht, ne? Also Salat mit Spinat oder Spinat mit Salat. Das bedeutet? Ja, Spinat ist auf jeden Fall mit dabei. Definitiv! Der Kanal des Tages. Ja. Super, sehr gut. Matthias, den hast du schon mal im Sack. Den Kanal des Tages, das ist, weißt du, für viele wichtiger als hier zu gewinnen mittlerweile. Ich sage, das ist so. Ich zauber euch auf. Dann frage ich mal, lassen wir uns mal überraschen, was gibt's denn im Hauptgang? Bin mal gespannt. Pute mit Fleisch oder? Im Hauptgang. Im Hauptgang gibt es Pudenbrust mit Kichererbsenpüree und Auberginen. Ah. Das könnte man ja so ein bisschen spanisch, mit Olivenöl, Knoblauch. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Gibt es auch eine Soße? Die Soße zur Pute gibt es auch, ja. Es wird eine helle Weißweinreduktion. Alles klar. So ein bisschen mit Sahne auch nachher oder Butter? Oder? Das entscheiden wir dann spontan. Ah, okay, gut. Focko, Dessert. Grieß. Pudding mit Pistazien. Ah, oh ja, okay. Also so ein klassischer Grießpudding gekocht. Ja. Bist du richtig gekocht, ne? Mhm. Bisschen mit Milch, bisschen Hände abgebrannt, Eigelb rein, Zucker. Richtig. Und die Pistazien, macht ihr da was mit, oder? Wahrscheinlich kurz anrösten. Was heißt wahrscheinlich? Ja, wenn uns die Zeit dazu reicht. Ja, ja, bei eurem Arbeitstempo muss man sich Gedanken machen. Da geht man weg. Aber sehr gut. Die Männer sind lustig und motiviert, das gefällt mir. Kommen wir zu den Frauen. Sie nennen sich die Unverwüstlichen, diese Marlies und Erna. Oh, hier. Das ist aber ein Schicker hier oben, ne? Das ist gut gemacht. Das wird ausgefriert angelegt, ne? Ja, aber immer. Sieht gut aus. Ja. Also sieht beide hübsch aus, meine Damen. Ja, das war nur meine. Ja, Martin, man kann ja alles gut. Ja, es hat alles gut. Befreundet auch, ne? Ja. Wo seit kommt ihr her? Seit 45 Jahren. Seit 45 Jahren? Ja. Oh. Ja, Stefan, trotzdem, bitte mich von links anreden. Ich bin rechts taub. Ich soll dich von links anreden? Rechts ist schon ein bisschen...
Ja, ist klar. Dann könnte ich hier also was sagen, du würdest es nicht verstehen. Ja, dann ist es ja. Ah, okay, das merke ich mir. Also, falls ich nicht so nette Sachen sage, gehe ich hier hin. Genau, ja, ist okay. Und falls ich nett bin, komme ich hier hin. Ja. Wo kommt ihr hier aus? Bühr? Bühr. Bühr, wo ist Bühr? Wo der Schubi wohnt. Karpenbühr. Karpenbühr, wo Schubeck wohnt. Schumi. Schumi. Schumi, ach Schumi. Schumi, zwischen Köln und Aachen liegt das. Alles klar. Kennst du ihn auch? Bahnlinie Paris. Die was? Die Bahnlinie Paris. Was heißt das? Ja, da fährt die Bahn vorbei, die Bundesbahn. Der Jod. Siehste? Hey. Aha. Ja. War das jetzt Slang oder was war das? Die Bahnlinie Paris. Die Bahn, die was? Paris. Die Bahnlinie Paris. Vielleicht bin ich ja auch taub, nimm mal das Ohr. Ja, ich schlürfe ja. Die Bundesbahn fährt von Köln über Aachen nach Paris. Ja, okay. Und dazwischen liegt Bühr. Okay, alles klar. Jetzt hab auch ich es verstanden. Ich hab auch. Ist ja gut. Hey. Nee? Gut. Also, nee, so ist es ja noch nicht. Nee? So ist es nicht, nee. Hast du denn auch eine präferierte Seite, von der ich dich ansprechen soll? Ja, am liebsten von links. Auch am liebsten von links. Auch von links. Nee. Was hat ich auch nicht so gut. Was habt ihr denn beide gemacht? Sag mal. Ja, das ist das Alter. Das ist das Alter? Ja. Wie alt seid ihr denn? Oh. Ihr seht doch frisch und glatt aus. Ja. Hier. Ja, lass mal hören. Die hat den oben den Spachtel. Darum sehen wir so gut aus. Ja. Ja, die haben von Frank was genommen, ne? Erzähl mal, wie alt seid ihr? Vor ein paar Wochen bin ich 67 geworden. Oder Erna? Über 70. 67, du über 70. Ich bin 70. Mann. Über 70. Ich bin der Georgs 71. 71. Finde ich aber schön, dass du gekommen bist. Ja, dann meine ich auch. Was gibt es denn zu essen? Steve Ries mit Mim. Was gibt's denn Leckeres, meine Damen? Ja, Vorspeise macht Erna. Wenn es klappt, gibt es Früchtetürmchen. Also ich tue mal Scheiße, den Biskuit in den... Ist heiß, ne? Ja, gut. Und dann so eine Art Weinchen drauf und Trauben an Schmoren. Ja. Und dann kommt ein Melone-Schinkensalat. Du bist beim Dessert gerade gewesen, ne? Ja, ich bin schon weiter. Ah ja, alles klar. Okay. Du bist schon in Paris. Genau. Du bist in Paris. Genau. Okay. Aber fangen wir doch mal in Köln an. Also Vorspeise, hau das mal rein. Einen Moment, das kriege ich nämlich sonst nicht gar. Nee, hau mal rein im Biskuitteig. Ich muss nämlich... Wollen wir beim Dessert anfangen? Also, Biskuit, wenn ihr das wirkt. Ja. Irgendwas mit Kuchen gebacken, irgendwas. Eine Weincreme mit Trauben. Ja. Und dann mal sehen, ob ich da was drüber kriege, Crumbles oder was. Oder nur, wie weiß ich das? Und auf jeden Fall gehen wir mal davon. Beim Dessert ist Biskuit dabei. Müsste dabei sein. Gut. Und dann mache ich den Warte. Jetzt waren wir beim Dessert. Jetzt kommen wir zum Hauptgang. Ja, der Vorspeise könnte wieder gefüllte Putenbrust mit Spinat, Babyspinat. Ja. Mit Babyspinat, ja. Haben wir hier gerade. Ja, wird jetzt angebraten, dann kommt es in den Backofen bei 120 Grad. Genau, mehr nicht, ne? Soll auch nicht trocken werden. Und du hast sie gefüllt mit dem Spinat, alles klar. Spinat, Zwiebeln und ein bisschen Zitrone. Gibt's da eine Soße zu? Ja, eine Weißweinsoße. Schön. Und Beilage noch? Kichererbsenpüree. Und was hatte ich denn noch gesagt? Kichererbsenpüree ist schön. Die Weißweinsoße. Aubergine. Aubergine auch noch. Sehr gut. Und jetzt zur Vorspeise. Honig, Melone, Schinkensalat. Wenn es klappt, da er kein Brot hat, muss ich mal sehen, was ich aus dem Grieß mache. Ah, weil wir kein Brot da hatten, machst du jetzt was aus Grieß? Ja. Sie merken, das wird spannend heute. Das ist dann. Ja, dann kommen wir mal zur ersten Quizfrage. Ah, schön. Die Frauen hätten gerne eine Muskatnuss. Ja. Die könnt ihr auch lesen, müsst ihr gar nicht hören, was ich sage. Dann haben wir für die Männer noch die Vanilleschote. Wollen wir gucken. Hier ist Quizfrage Nummer 1. Hm.
Mesdames et Messieurs, zum Diktat. Wie lautet die korrekte Schreibweise? A. Appetit, B. Appetit, C. Appetit oder D. Appetit? 10 Sekunden ab jetzt. Ja, nur nicht schummeln hier, ne? Hier, Spitzbube. Na, hier kann. Das ist gut. Mann. Meine Herren. Sicher? Ja. Gut. Wollte nur mal fragen. Meine Damen. Warum? Ja, meine Enkelin, die lernt die neue deutsche Rechtschreibung. Muss ich mitlernen. Ach so, also. Hast du aufgepasst? Und ist natürlich richtig. Ah, beide. Appetit. Muskatnuss, wofür? Ja, die hätte ich jetzt für den Spinat gebraucht, aber das ist kein Thema. Das kriege ich. Die kannst du wieder aufklappen, nochmal bisschen einfach wieder zuklappen. Auch. Genau. Das geht auch, ne? Ja. Sehr gut. Eier. Männer, Vanilleschote. Haben wir keine. Danke. Für den Grieß. Für den Grieß. Pudding, ne? Pudding. Alles klar. Mittlerweile bist du schon besser ins Rennen gekommen? Ja, alles bestens. Jetzt bist du gut drauf. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Lebensmittelchemiker. Lebensmittelchemiker? Ja. Da bist du ja sozusagen firm mit dem, was hier liegt, oder? In der Theorie, ja. Kochen lernt man da nicht. Kochen? Ah, okay. Was machst du beruflich? Ich verkaufe und vermiete Gabelstapler und Arbeitsbügel. Du verkaufst Gabelstapler? Ja. Ganz Deutschland oder europaweit? Nee, hauptsächlich Norddeutschland. Aber gut, wenn der Kunde irgendwo im süddeutschen Raum arbeitet und ruft bei uns an. Organisiert. Wie kommt man denn zu so einem Job? Hast du früher auf dem Bau geackert oder wie? Ich habe früher auf dem Bau gearbeitet, ich habe Elektriker gelernt, aber das war Zufall, weil die Cousine meiner Frau bei meinem jetzigen Chef die Nachbarin war. Oh, das war aber kompliziert jetzt gerade, ne? Die Cousine meiner Frau? War, ja. Die Cousine, pass auf, die Cousine deiner Frau war was? War die Nachbarin meines jetzigen Chefes. Ah. Und? Darüber habt ihr euch dann kennengelernt? Ja, ich war eine kurze Zeit so arbeitslos und also 2-3 Tage und da hat sich das so ergeben. Dann bist du zu der von deiner Frau, die Schwester, die Cousine, der Nachbarn gegangen, hast du gesagt, pass mal auf, brauch einen Job. Ja, auf dem Dörfer, dann hält man doch zusammen. Ne? Cousine, meiner Frau. Wow, kompliziert. Sehr kompliziert. Die Cousine meiner Frau mit den Nachbarn. Okay, gut. Kommen wir zur Quizfrage 2. Die ist hoffentlich genauso leicht wie die erste. Und zwar haben wir Blattpetersilie für die Frauen und Zitrone für die Männer. Schauen wir mal, hier ist sie. Frage 2. Oh, das ist eine Frage für Matthias. Seit 2011 gelten neue Vorschriften für die Kennzeichnung von Aromen. Welcher Begriff ist verboten worden? A. Naturidentisches Aroma. B. Naturgetreues Aroma. C. Naturähnliches Aroma oder D. Naturgleiches Aroma. 10 Sekunden ab jetzt. Das ist ja ein Heimspiel hier. Sag mal, ihr guckt immer in den Männerblock. Was? Wenn die Quizfragen sind. Nee, nee. Doch, doch. Aber er hat ja nicht was ich gemacht habe. Habt ihr einen dabei oder was? Nee. Gehen wir mal hin. Mehrere. Hör mal, ich bin mehrere. So, Männer, das ist ja wohl, ne? Matthias? Wo hast du das denn gewusst? Das habe ich gelesen. Gelesen, hast du auch gehört. Gut. Meine Damen, ihr habt gar nichts gedrückt, ne? War zu spät. Weil Erna hat auf die Platte gedrückt. Sie hat es wieder nicht verstanden. Aha. Okay. Sie hat die Knöpfe nicht gefunden. Ist eben so. Was? Ist so, ne? Mensch, Erna, du musst auf den Knopf drücken! Ja, ist ja gut. Ne? Was hättest du gedrückt? Hätten wir gedrückt. Ah. Ja, Mensch, schade. Wäre auch richtig gewesen. Ah, Natur, identisches Aroma. Zitrone, wofür? Auch für den Grieß. Auch für den Grieß? Ja. Nein, der wird aber lecker, du. Mann. Ja, das ist leider schon fertig. Wofür wäre die Petersilie gewesen? Ach, die hätte ich hier reingetan. Wo rein? In der Versuch, den ich hier mache. Und wenn das nicht tut, mache ich neu. Okay, du hast verbrannte Butter und hast dann den Grieß dagegen. Gebräunte Butter, bitte. Gebräunte, Entschuldigung. Restaroma. Machst du nochmal an, ja. Okay. Aber wirklich gebräunt.
Ja. Sonst ist er gar nicht der Geschmack in dem Zeug. Hier. Ah, Nussbutter, alles klar. Und was hast du jetzt da reingegeben? Grieß mit Salz und. Aber mit richtig Salz, ne? Ist es zu viel? Hast du sie mal probieren lassen? Nö, ich glaube. Woher? Hier, sag mal was. So vom Salz. Ja, wenn das noch ein bisschen rausbrät, ist das gut. Wir probieren das. Wenn du das nicht tut, mache ich noch was anderes. Hast du gerade was am Laufen oder was ist los mit dir? Mit so viel Salz heißt immer verliebt sein, ne, Erda? Was läuft? Ja, Junge, ich werde das so weh, wenn mein Mann ist gerade seit 2 Jahren tot. Scheiße. Das will ich noch nicht. Okay, nee, das ist klar. Nee. Aber pass auf, also jetzt hast du verbrannte Butter. Das ist jetzt ein zum Probieren, ne? Wenn er das nicht tut, kommt jetzt hier noch ein Ei rein. Und dann wird das Salz überspielt. Ja. Ah, okay. Ich habe ja deine Sendung wie oft gesehen. Hast du oft geguckt? Ja. Und was hast du daraus gelernt? Dass man alles retten kann. Yeah, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Da ist was dran. Ja. Aber sag mal, ihr guckt immer so. Wen habt ihr denn mitgebracht? Ihr guckt bei jeder Quizfrage immer in den Männerblock. So nach dem Motto: Ah, wir brauchen Hilfe. Ja. Mein Mann. Dein Mann? Mein Mann habe ich als Kofferträger und zu ihm hin. Persönlichen Berater. Ja, komm mal her, Mann. Mann, komm mal zu uns. Geh mal zu ihm hin. So, jetzt haben wir uns. Och, hier. Hallihallo. Wir kennen uns. Wir kennen uns doch. Aber ja. Die Kärbner Kalorienkiller, genau. Richtig. Ich war Küchenschlag gewonnen, ne? Küchenschlag gewonnen. Und hier waren rausgeflogen. Leider nur Zweiter geworden. Gleich in der ersten Runde raus, ne? Genau, genau. Hm. Die Mädels waren halt besser. Ja, wer ist? Ja. Und du berätst jetzt deine Frau? Ich bin Fahrer, Kofferträger und seelischer Beistand. Alles klar, okay. Ja. Kochmäßig hast du nicht beraten, oder? Nein. Okay, vielleicht besser so, ne? Wer weiß, ne? Ja. Altgediente Hausfrauen sollten sowas können. Okay, was ist denn, wenn sie jetzt ein weiterkommt als du? Würde ich mich freuen. Echt? Ja, klar, ich kann gönnen. Ja, ja, schön, das freut mich, das freut mich. Viel Spaß noch. Ah, ich sehe gerade. Ich muss doch noch kochen, Mensch. Kartoffelwoche. Heute gibt's Kartoffelsalat. Aber vorher, wissen wir, es ist Freitag. Das bedeutet, bei uns kommt die Post an. Yep. Mail der Woche. Ja. Und heute haben wir 3 Mail der Woche. Hier ist die erste. Die kann ich jetzt noch nicht vorlesen. Nein. Die ist zu fies. Das geht nicht. Die packe ich wieder rein. Fangen wir erstmal mit der anderen an. Was haben wir denn hier Feines? Sie sehen, wir kriegen echte Briefe, weil es heißt ja immer wieder, die schreibt ihr doch selber. Nein, tun wir nicht. Hier, so sieht das aus. Ne? Schauen Sie mal, zu Händen, Steffen Hensler, nach Mainz, Topfgeld-Eger. Ne? So, wollen wir kicken, was geschrieben wurde. Werter Herr Hensler. Oh, mit Punkten. Punkt 1. Treiben Sie bitte den schrillen Pfeifer aus dem Publikum. Das ist ja nicht auszuhalten. Schriller Pfeif, okay. Platz 2 oder auf Nummer 2. Wieso sagen Sie immer Frank Rose Rosin? Zu Ihnen sagt ja auch niemand Steffen Hense Hensler, oder? Da muss ich sagen, das ist ein Spitzname. Den hört er gerne, Frank Rose Rosin. Auf Platz 3. Sie hüpfen die ganze Zeit hin und her, als wenn Sie Pfeffer im Hintern hätten. Was dagegen? Auf Platz 4. Sie setzen immer Frank Rosin so runter. Das ist auch kein schöner Zug von Ihnen. Beherzen Sie das alles? Das wäre sehr schön. Viele Grüße von TS aus Kaufbeuren. Hm. Ich sag mal so, ne? Ging so, ne? Ja. Ging so. Also. Ich meine, vielleicht haben Sie es ja nicht mitgekriegt, werte Frau. Da ich Frank Rosin im Duell aber 2-1 geschlagen habe, kann ich ihn jederzeit runtersetzen. Oh, was los? Alles gut? Ein Brenner brauchen wir. Ein Brenner, kriegt ihr. Wir brauchen einen Brenner für die Männer. Und jetzt kommen wir zur zweiten Mail. Oha, das ist aber eine harte Handschrift. Okay, betrefft hoffentlich zu Händen von den Hänzler. Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Wird das Publikum dafür bezahlt, dass es ewig und 3 Tage wegen jedem Pups klatscht? Haben die denn nicht irgendwann Blasen an den Händen? Es ist sowas von irritant. Man versteht kein Wort von dem, was gesprochen wird. Und schon gar nicht, wenn Frank Rosin das Essen beurteilt. Wirklich, das muss aufhören.
Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das sehr stört. Bitte hierauf zu reagieren. Hochachtungsvoll mit freundlichen Grüßen. Alles klar. PS. Und sie... Und was? Sie wird lang, wenn schon lange wieder gesprochen. Und sie bleiben klatschen, wenn schon lange wieder gesprochen wird. Furchtbar. Und sie bleiben... Okay. Hm. Machen wir alle so. Hat er gerade Blasen an den Händen? Nein. Nein, okay. Aber okay, ich höre das nicht zum ersten Mal. Und deswegen, jetzt für Sie alle, die zu Hause genervt sind bis zur Hutschnur. Ich verspreche Ihnen, am Montag werden wir die Hälfte der Sendung ohne Klatschen machen. Die Hälfte der Sendung am Montag, nicht einen müden Klatscher. Ja, dann werden Sie mal sehen, wie das ist. 25 Minuten Silenzio. Also hauen Sie heute noch mal richtig in die Tasten, ne? Weil sonst ist, ne? Ja. Jetzt. Wir wissen, diese Woche Kartoffelwoche. Und wir hatten schon so einiges. Puffer, gestern hatten wir feine Kroketten. Heute machen wir mal schnell einen Kartoffelsalat. Und zwar dafür, Sie sehen, ich habe ein neues Herdfeld. Ja, gucken Sie mal. Schön, ne? Sieht neu. Ja, das sieht gut aus. Und funktioniert vor allen Dingen auch, hoffe ich. So, jetzt geht er los. Und zwar brauchen wir zuerst Brühe. Am besten Gemüsebrühe. Die wird heiß erwärmt. Dann habe ich hier feinste Pellkartoffeln vom Vortag. Die sind schön abgekühlt. Und die werden jetzt einfach mit einem kleinen Messer in Scheiben geschnitten. So, wie man das wie für Bratkartoffeln machen würde. Dann geben wir gleich noch Senf ran, ein bisschen Speck und Zwiebel. Und das Ganze wird dann mit dieser lauwarmen Brühe aufgegossen, dass sie schön durchzieht. Dann kommt noch ein bisschen Essig dazu und natürlich Öl. Darf nicht fehlen. Für den Kartoffelsalat immer am besten festkochende Kartoffeln, weil die, wie der Name sind, schon vom Stärkegehalt. Das ist ein anderer Stärkegehalt als bei mehlig kochenden. Deswegen sind sie wesentlich fester und besser geeignet. Mehlig kochende lassen sich nicht so leicht und locker durchschneiden wie die hier. Auch wenn Sie bei Pellkartoffeln auf achten, immer beim Garen aufpassen, dass Sie es nicht zu weit garen. Immer ruhig ein kleines bisschen härter lassen, weil die Kartoffel, wenn Sie sie abgießen, einfach stehen lassen, zieht auch noch so ein bisschen nach. Deswegen passen Sie auf, dass das nicht zu weich gekocht wird. So, das langt hier. Einfach Kartoffeln in Scheiben. Dann setzen wir mal geschwind eine Pfanne auf. So, jetzt wird spannend. Ja, warte mal. Yes, läuft. Ja. Jetzt haben wir hier unseren Speck. So. Den ruhig ein bisschen größer schneiden. Dazu dann statt roh geben wir die Schalotte gebraten mit in den Salat. Also beides zusammen gleich durch die Pfanne ziehen. So. Auch fein runterschneiden. Wichtig ist, nicht zu dünn. Jetzt kleines bisschen Öl in die Pfanne. So. Dann den Speck und die Zwiebel dazu. So. Hier haben wir jetzt den Fond. Der ist schon heiß, sieht man hier, fängt es leicht an zu dampfen. Den geben wir jetzt schon auf. Nee, wir machen das ganz anders. Wir hauen den Senf auch schon mit rein. Dann entwickelt er noch seine ätherischen Öle noch besser. Oh ja, lecker, lecker. So, pass auf. Senf hier mit in die Brühe. Dann das Ganze ein wenig durchrühren. So. Das geben wir jetzt hier rauf. So, schön heiß, weil dann zieht die Kartoffel noch mal richtig schön durch. Weil die ist auch jetzt natürlich schön trocken und saugt jetzt sozusagen diese Brühe mit dem Senf auf. Und dann haben wir hier Speck und Zwiebel. Währenddessen, normalerweise würde man jetzt sagen, das Ganze lässt man jetzt ein bisschen ziehen. Wir haben natürlich ein bisschen Zeitdruck, deswegen geht es gleich weiter. Ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Dann würde als Kraut natürlich sehr gut Petersilie passen. Haben wir heute nicht. Koriander geht aber auch sehr gut. So eine ganz leicht asiatische Note. Man könnte jetzt auch noch mit ein bisschen Sesamöl arbeiten oder so. Das wird auch noch passen. Mit dazugeben. Ordentlich kräftig rein, nicht zu wenig. Dann jetzt hier den gebratenen Speck mit den Zwiebeln. So. Mit dazu. Das Ganze jetzt verrühren. Bisher haben wir nur die Brühe. Jetzt haben wir so ein bisschen
ganz normalen Weißweinessig. Schön vorsichtig. Jetzt ein bisschen aufpassen. Lieber immer auf den Löffel gießen, statt direkt rein. So. Bisschen die Säure. Ist gut. Jetzt noch ein wenig Pflanzenöl. Ganz normales Sonnenblumenöl. Man könnte zum Verfeinern jetzt auch noch ein wenig Olivenöl dazugeben. Nur nicht zu viel, das macht das Ganze ein bisschen bitter. Jetzt durchmischen. So. Dann probieren wir das Ganze mal. Gucken wir mal. Moment. Da fehlt noch Salz, trotz des Specks. Und es fehlt auch ein ordentlicher Stoß Pfeffer. Und jetzt fragen wir bei den Damenteam nach, weil die gestandene Frauen, die kennen sich mit Kartoffelsalat ja aus. Jetzt gibt's was zu probieren. Ne? So. Und wenn du weiterkommen willst, ne, dann gefällt dir das jetzt. Ne? Hast du verstanden? Ne? Gut. Ja, das glaubst du, die Brühe ist zu süß. So, pass mal auf. Ne? Sag mal ehrlich. Ich würde noch etwas Essig rein tun. Also etwas sauer machen. Würdest du einen Tick saurer machen? Ja. Aber ansonsten okay, oder was? Ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz, ne? Okay. Moment. Jetzt ehrlich. Moment. So. Ein bisschen Salz und noch was sauer. Ja, ist ja gut, habe ich jetzt gehört. Ja. Ja. Oh. Muss ja nicht direkt hier in den Kopf sagen. So. Jetzt pass mal auf, was du sagst. Nicht kleckern. Nee, mach dir keine Sorgen. Hast du eins mitgebracht, oder? Ja, ja. Okay, wow. So. Ich würze mehr. Ich würze nur stark. Mm. Zu viel? Nee. Das schmeckt. Ist noch nicht rund. Frag mal die Männer. Frag mal die Männer. Ist noch nicht rund. Männer! So. Frage ich mal hier nach. So, Matthias, du wolltest schon immer bei mir essen kommen umsonst, ne? Oder? Klar. Finde ich cool. Kannst du sagen, was dir einfällt? Gut. Ist Koriander drin. Matthias, dieses Lob war mir etwas zu subtil, muss ich sagen. Das hätte ich ein bisschen laut. So, Focko. Ja? Du bist die beste Rechnung. Ah. Das ist ein Salat, den ich mag. Das ist ein Salat, den du magst. Mhm. Okay. Also. Ich würde sagen, ein ruhmreiches Ende der Kartoffelwoche. Wir hatten schöne Sachen dabei. Ob Sie diesen Salat nachmachen, das überlasse ich Ihnen ganz alleine. Gut, kommen wir zu... Oh, Mann, 5 Minuten. Jetzt aber. Und dann auch noch Quiz. Jetzt geht's los. Jetzt, meine Fresse, haben wir noch so viel. Eieiei. Hier ist Quiz 3. Frauen Zitrone, Männer Orange. Frage 3. Was verbirgt sich hinter dem klassischen Gericht Stroganoff? A. Scharfes Schweinegeschnetzeltes. B. Bratkartoffel mit Lamm. C. Ungarischer Gemüseeintopf. Oder D. Ragout aus Rinderfiletspitzen. 10 Sekunden ab jetzt. Knopf drücken, ne? Knopf drücken. Männer, was habt ihr? D. 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 Sicher? Ja. Mhm. Gut. Meine Damen? D. D. Beide D, beide richtig. Yep. Feines Ragout von Rinderfiletspitzen. Zitrone. Orange. Ach, danke. Sehr schön. Haben wir das? Hauen wir doch gleich die nächste Quizfrage. Hier noch ein Foto. So sieht Bœuf Stroganoff aus. Wenn mit Kaviar, dann Bœuf Poutine. Ne? So. Jetzt kommen wir zu Quizfrage 4. Nochmal Zitrone für die Damen, Männer, Safran. Hier ist die letzte Frage. Wie hoch sollte der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker
nach Empfehlung nur sein. Wie hoch soll der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker nach Empfehlung nur sein? Wir sprechen von der Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation, WHO. Ja, und 60, ja. Oh ja, wir haben ja noch gar keinen Zucker. Genau, haben wir noch gar nicht. Die Zähne, die wollen nicht. Ja. Ich habe die Frage so gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, ja. Ja. Gemurmel, Gemurmel. So, die Frauen, nee, die Männer sagen 70 Gramm wahrscheinlich, oder? Kilo? Einfach mit Gramm. Gramm, 70 Gramm. Die Frauen sagen 60 Gramm. Und richtig ist, maximal 60 Gramm. Die Frauen. Ihr hattet noch eine Zitrone, ne? Ja. Gut. Wollen wir mal gucken, auf welcher Seite ihr anrichtet? Oh, oh. Ich hab das Gefühl, schon so weit? Ja, nee. Noch 2 Minuten 50. Oh, nee, das schaffe ich. Also mal, das müssen wir mal weitermachen. Ja, du musst mal Gas geben, dann gucken wir mal. Ja, ist ja gut. Ey, es ist unglaublich. Schwarz. Egal, wie ich diese Münze schmeiße, es ist immer schwarz. Oh. Siehst du, das habe ich auch gewöhnt. Schwarz für besonders traurige Fälle. Ah, okay. Ist das so schlimm, oder was? Ja, ich kriege Zeit nicht fertig. Die Magis sollte mir helfen, die macht aber nicht weiter. Der Salat ist natürlich gewagt, sag ich mal, ne? Nee, der ist ja noch nicht fertig, da müsste Essig noch drauf. Ah ja, du magst es ja gerne ein bisschen saurer, das wissen wir ja. Ja, sicher. Ja, sicher. Hast du da schon so ein bisschen auf Fond dran oder irgendwas? Oder was damit passiert? Ich hab die Dinge... Die Melone? Geröstet, ja. Geröstet, alles klar. Und dann den Schinken draufgezupft. Mhm. Was macht der Hauptgang? Der ist im Backofen, ich denke, der... ist noch nicht verbrutschelt. Du warst ja nie hier. Nee, das ist völlig, ja, ich muss wie aufpassen. Sind das mit den Trauben? Komm aufpassen. Mal her damit. Ja, holen schon. Ja, musst du eh. Sind ja noch 1 Minute 50. Ja. Hier ist es her. Läuft also halbwegs alles. Dann kicken wir mal bei den Männern. So, wie sieht's aus, Matthias? Alles gut? Da ist gerade was verunfallt, aber das kriegen wir noch repariert. Verunfallt? Was passiert? Ich hab's halb umgekippt. Oha. Siehst du, da sind die Hälfte liegt die da Hälfte oben. Liegt unten. Aber die bleiben da auch. Die kommt ein bisschen konnt zu retten. Das war Spinatsalat mit Spinat, ne? Ja. Was habt ihr noch zugemacht jetzt? Matthias hat die Melone Traube und die Weintrauben leicht mit angerastet, also ganz kurz durch die Pfanne geschwenkt und jetzt eben noch Orange. Habt ihr auch eine anständige Vinaigrette dran? Wir haben eigentlich nur die Orange als. Kein Öl, kein Salz, kein Pfeffer? Nein. Salz, Pfeffer ist dran. Okay, nur Öl und ein bisschen Olivenöl auch? Ja, Olivenöl, Knoblauch. Hast du drauf. Ja. Hast du, dann ist gut. Dann, Männer, ihr wisst, ihr seid die weiße Seite. Ab nach vorne, letzte Minute. Gas geben. So, meine Damen, los geht's. Oh, sieht ja gut aus. Das könnt alles. 40. Ab nach vorne gleich. 30 Sekunden habt ihr noch so zu essen. So, meine Damen, Vorspeise. Und nach vorne. So. Die letzten 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, husch! So, Matthias, was hast du? Endspurt? War ein Endspurt, ja. Alles gut? Ja, alles gut. Also, Focco? Alles nach vorne gebracht. Okay, das ja, das war das Wichtigste. Das war das Wichtigste, ja. Ne? Und sonst aber alles entspannt, ne? Ja, ich glaube, es hätte besser werden können. Ja, aber mal abwarten. Erste Runde immer so. Meine Damen, wie sieht's aus? Ja, ganz gut, wenn der Frank sich noch ein bisschen eine große Flasche Wasser nimmt. Weil so das ist sehr scharf. Wo denn? Die Hauptspeise. Mein. Okay. Hat zu lange gebrötchelt, aber alles zu Hause hätten sie es gegessen. Ja. Zu Hause. Schauen wir mal. Er ist es. Und hier ist er, das Mettbrötchen vom ZDF. Hier ist Frank Rose Musin. Ja, so geht das, ne?
Wunderbar, wunderbar. Grüß euch. Hallo, die Damen. Ah. Ist das nicht toll? Ist das nicht spitze? Wir haben Freitag. Ich bin schon wieder so gut drauf. Ich fühle mich so... Irgendwas fehlt. Ein bisschen Musik. Der kommt erst mal nach. Ein bisschen Musik. Ein bisschen Musik. Ja, mach mal. Das ist so... Kopfgeldjäger, 15.05 Uhr. Es kann losgehen. Morgen Wochenende. Eigentlich wollte ich ja nicht noch zum Tanzen auffordern. Aber jetzt gerade im Moment habe ich ein bisschen Schiss gekriegt. Ja? Warte, hast du heute wieder ein Doppeln vor der Sendung schon wieder gehabt? Oder was ist hier los, ey? Nein. Das freut mich, dass du dieses... Es ist einfach... Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich bin glücklich, mit dir zusammen zu sein. Und es ist Wochenende. Was kann... Ich wollte ja eigentlich mit dir tanzen. Aber? Ich mach's Montag. Okay. Ja. Wir können ja heute Nacht in der Disco schon mal ein bisschen üben. Du gehst mit mir in die Disco? Wie immer, sonst kommst du nicht rein. Melonen-Schinkensalat. Also es ist so, dass die Kombination Parmaschinken-Melone zum Beispiel so zusammenkommt, dass letztendlich der Geschmack des luftgetrockneten Schinkens und diese typisch aromatische Melone, das ist die Symbiose, das kommt an. So ein gekochter Schinken mit Melone, das ist so wie die ostfriesische Flagge. Weißer Adler auf weißem Hintergrund. Ja? Geschmacklich zu sehen. Ne? So. Ich finde die Idee trotzdem gut. Guck mal her. Steht gar nicht drauf. So schöne Plätzchen hier. Die sind aber lecker. Die sind schön. Die sind so wie so. Ich weiß nur, so ungefähr ein bisschen wie Bellinis schmecken die, aber jetzt nicht mit Vollkornmehl, sondern hier mit normalem Mehl. Also, ist ganz nett. Ist jetzt so, ich sag mal. Schinken, Melone à la Castrop Rauxel, ne? aber muss es ja auch geben, ne? Von daher. Salat mit Spinat, okay. Also ist der Salat hier ein bisschen knapp, aber Spinat ist genug da, ne? So, mal gucken. Der Salat ist warm. Das ist natürlich komisch, weil wenn man Spinat erwärmt, fällt er sofort zusammen. Und das ist nämlich nur noch eine Matsche. Ja, von daher Spinatsalat gut putzen und wie einen ganz normalen frischen Salat anmachen. Schönes Dressing dabei, was ich... Und der Sandkasten ist auch noch mit drin. Muss man das natürlich auch. Ne? Was soll ich sagen? Ich sag mal, das ist so ein bisschen Toskana für Anfänger. Und das ist Castrop Rauxel. Irgendwie kennen die beiden sich, glaube ich, oder? Ne? Beide gleich. Ich nehme sie beide mit. Ist ambitioniert, ist nett, hat einen Witz irgendwie. Und von daher, da kann ich auch nicht böse drum sein. Von daher, heute mal den Gute-Laune-Bonus. Beide gleich. Gefüllte Putenbrust mit Auberginen und Kichererbsenpüree. Oh ja. Machen wir mal gucken. Die Putenbrust ist so wie ein Cordon Bleu gegart. Also kurze Tasche reingeschnitten, Spinat gefüllt. Bei Pute muss man aufpassen, dass das Ganze nicht so trocken wird. Darum, ich prüfe das jetzt mal genau nach. Ja, es ist noch schön saftig geblieben. Also,
Ja, das ist ein bisschen festeres Fleisch, aber die Kandidaten haben das wirklich ganz gut gebraten, muss ich sagen. Und dann hier mit Spinat gefüllt. Mhm. Das hat Geschmack. Ist ein bisschen grobschlächtig, aber der Geschmack, der kommt bei mir voll an. Von daher Applaus für diese schöne Soße. Also, ich bin ja immer schnell mit Superlativen, ist klar, ne? Liegt ja an meiner Person. Aber das ist die beste Rahmsoße, die ich je in dieser Sendung gegessen habe. Wow! Was mit Kichererbsen? Nicht gewürzt durch Würzen, sondern gewürzt durch Kochen. Richtig einreduziert, richtig markig und juicy, also saftig. Gut gemacht. Kichererbsenpüree, mal gucken hier. Mhm. Mhm. Schmeckt wie ein Püree. Und die Soße ist auch so stramm, dass man das Kichererbsenpüree so alleine nicht mehr so gut schmecken kann. Aber die Verbindung zusammen, die kommt bei mir wirklich sehr gut an. Also kurzum, auf dem ersten Blick war das für mich ehrlich, da dachte ich, das ist so Bauarbeiter-Müller-Style. Aber im Mund filigran und spitzenmäßig gekocht. Ich fange hier mal gleich weiter an mit der Soße, um dran zu bleiben. Hier die Soße. Auch sehr schmackhaft, auch sehr kräftig. Nur, man kann es gut erkennen, ich sag mal, als wenn hier der Latte Macchiato ausgelaufen wäre. Ja? Aber die schmeckt sehr gut, von daher kann man nichts sagen, auch sehr lecker. Dann haben wir hier das Kichererbsenpüree. Ist ja ehrlich gesagt nicht so meins, aber schmeckt sehr erbsig, besser als drüben. Dann haben wir Aubergine. Mhm. Aubergine zuzubereiten ist nicht einfach. Da muss man genau, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Aubergine zuzubereiten. Entweder ich haue sie in die heiße Pfanne und dann gebe ich in der Extrapfanne noch Zwiebeln, Knoblauch, Kräuter, alles zusammen, vermenge das dann zusammen, aber es muss einmal in die heiße Pfanne. Oder ich halbiere sie, setze sie mit der Schnittfläche auf Salz, auf Meersalz, halbe Stunde bei 180 Grad im Ofen rausholen, dann hat das Salz Feuchtigkeit rausgeholt, dann kratze ich die Aubergine einfach aus, hacke sie und gebe sie dann in Zwiebeln und Knoblauch hinein und habe dann so ein Kaviar. Gebe dann Öl zu, ein bisschen Käse, Arschbombe, sag ich Ihnen, lecker. So, hier haben wir Hutenfleisch, sehr gut gegart. Hier, guck mal hier, Juicy Fruit, richtig schön saftig, gut gemacht. Mhm. Gut gewürzt. Ja, ich weiß, ich schmatze. Jeder ruft immer an und schreibt, dass ich zu viel schmatze. Aber das Mikrofon ist auch 3 cm von meinem Mund entfernt. Und irgendwann muss die Sendung auch mal vorbei sein. Also, beide schön gekocht, beide mit diesen Produkten gut gearbeitet, schmackhaft gearbeitet. Ist ganz klar, aber das war natürlich eine Punktlandung, schwarz ein vor. Frank, warte mal kurz. Ich hab noch was für dich. Ich muss noch was vorlesen, weil ich habe noch eine dritte, ich habe vor 2 Mails der Woche vorgelesen. Heute ist doch Mail der Woche, genau. Ja, genau. Und heute war eine, die wollte ich ja nicht vorlesen, weil die war nicht so schlimm, die war eher an dich. Und an zwar mich? Ist es ja von Holger H. Seit mehr als anderthalb Holger H. Holger H. Okay. Seit mehr als anderthalb Jahren läuft die Sendung Topfkarriere an 5 Tagen die Woche. Da Dorsten etwa 350 Kilometer von Hamburg entfernt ist, wo wir hier drehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Herr Rosin jeden Tag diese Strecke 2-mal zurücklegt. Nun hat das Restaurant ja einen 2. Stern bekommen letztes Jahr. Ist der Grund dafür, dass er nie da ist? Vielleicht hat Herr Hensler eine Antwort darauf. Und ich wollte das nicht beantworten. Ich wollte das dir überlassen, die Wahrheit kundzutun. Na gut. Also irgendwann kann man es ja mal sagen. Ich werde das ja oft gefragt. Ja? Zunächst ist es erstmal so, dass die Produktionsfirma mir hervorragende Arbeitsbedingungen schafft. Und auch die Infrastruktur ist wirklich perfekt. Ich werde von einem Hubschrauber abgeholt, lande hier gegen 14:30 Uhr, wir produzieren. Um 16 Uhr fliege ich von dort wieder zurück, bin um 17.30 Uhr im Laden und für Sie jeden Tag da. Herzlich willkommen. Fruchttürmchen.
Da haben wir ein bisschen Creme. Also erstmal großes Lob. Für euch lecke ich es ja auch nochmal ab. Abgezogene Trauben. Das mag ich. Das ist Dufte. Dann. Eine schöne Creme. Lecker. Und dann schön hier mit Tutti-Ise-Grimm hier. Also wunderbar mit den Trauben. Man zieht die Trauben immer, man entfernt die Trauben immer von der Haut, weil in der Haut ist einfach zu viel Bitterstoffe und zu viel Gerbstoffe und die kann man auch nicht so gut verdauen. Darum zieht man sie ab, damit man die pure Traubenfrucht hat. Das haben die hier wirklich sehr gut gemacht. Sonderpunkt für diese wirklich schwierige und aufhaltende Technik. So, was haben wir denn hier? Grieß mit Pistazien, Alto Belli. Das ist hier ein Eischneehäubchen obendrauf. Meine Herren. Mein Gott, oh, der Heli ist gelandet. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich kann nicht mehr. Ihr habt auch schon gehört. Also, wisst ihr was? Ich muss jetzt echt mich beeilen, weil ich habe heute noch einen Termin im Restaurant. Von daher, ich nehme das mit in den Hubschrauber, weil das schmeckt mir so lecker. Dessert, weiß ein vor. Ich habe heute einen guten Tag. Unentschieden. Unentschieden. Unentschieden, beide gewonnen. Ja, die gute Laune. So, freut euch. Das heißt, ihr habt beide gewonnen. 1000 Euro. Jetzt guckt euch diesen Warenkorb 10 Sekunden an. Guckt euch ihn an. Ladies first, meine Damen. Wir möchten uns gerne verabschieden. Ja. Weil, weißt du, mit dem Gehör, das klappt doch nicht so. Sie hört ja nur die Hälfte. Aber hat auch gut geklappt. Aber trotzdem Glückwunsch, meine Damen. Ja. Noch Männer? Wir machen noch eine Runde weiter. Sehen wir uns Montag wieder? Ja. Sehr schön. Gut. Das bedeutet am Montag ein neues Frauenteam. Unsere wunderbaren Jungs, dieser herzzerreißende Warenkorb und Frank, wir sehen uns Montag. Hau rein. Tschüss. Schönes Wochenende. Ich sage vielen Dank für heute. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ihr Kapitän Hensler. Bis Montag.